Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ich bin immer noch sowas von dermaßen what geschockt, dass wir gerade unseren Vater kennengelernt haben, der sich als Captain Seeger auf dem schwimmenden Schwarzmarkt niedergelassen hat. Als echter Gentleman vielleicht, eine tatsächliche Windhose auf dem Dach hat. Wir werden es herausfinden. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Okay, kriegen wir die da runter? Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Vollkommen verständlich. Willkommen beim Flagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Okay. Faden nehmen? Ich brauche Kerzen. Also menschliche Asche haben wir noch nicht. Der Flagomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Schade. Okay, oder haben wir noch irgendwo was? Eine Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Du hast Öse gesagt. Gut, dann gehen wir zurück zu Seegers Haus. Und ja, verlassen uns auch gleich wieder durch den Vordereingang. Ausgang, whatever. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Das hat echt Ohrwurm-Charakter. Gehen wir mal in den Keller. Oh, das ist scheinbar gar kein Keller. Crane der Dichter. Eine Urne. Ein Faden. Brot. Kohle. Wasser. Kerze. Hey! Das ist interessant. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Okay, aber Faden? Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja. Gut. Ein aufgemalter Ofen. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Oh. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Das ist eine gute Lebensweisheit, ja. Okay, wir haben hier scheinbar alle Sachen, die Seagull möchte. Und wir haben hier sogar menschliche Asche. Ach, wir quatschen einfach mal mit ihm. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Wortet. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Ich fange mal ganz spartanisch an. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Okay. Wo wir gerade bei spartanisch sind. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Eigentlich kann ich mir die Frage schenken, kennst aber... Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Ist ja interessant. Ich habe da so zufälligerweise ein paar Memos. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Na, mal gucken. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Okay. Aber wir müssen auch ein bisschen die Botschaft und sowas... Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch.
Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Oh ja. Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Okay. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ich werde mal probieren, ob ich was mit dem Memo anfangen kann. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Wasser? Verdammt. Er braucht Wasser. Ich lese es, ja. Du hast doch Wasser. Ja, aber ich... Na? Ich... Brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Das ist so ich weiß, ich probiere. Ja. Ja, jetzt hatten wir schon. Okay. Das hat geklappt. Dann nehmen wir jetzt noch das Brot. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Brot. Tja, dann brauche ich es wohl nicht mehr. Was? Na los, bedien dich. Sieht wohl so aus. Ich versuche einfach mal gleich alles auf einmal zu machen. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir. Merci. Dann haben wir hier noch. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche den Faden. Tja, was auch sonst. Da geht der Faden. Tja, ich glaube, du hast jetzt den Faden verloren. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Verschlappen. Okay, nehmen wir uns mal die Kerze mit. Und auch die Cola. Auf dem Weg zum Brot nehmen wir uns noch den Faden mit. Okay. Er sagt, ich kann alles nehmen. Nehmen wir doch einfach, glaub mir, die Urne mit. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Was hast du? Das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ja. Haben wir noch was mitnehmen können? Crane und Ausgang. Gut. Dann gehen wir einfach mal glatt zu Seagull zurück. Geben wir ihm mal das Brot. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Ja, eben nicht. Mach doch, was du willst. Ganz ehrlich. Er sagt, er braucht das Brot und braucht es im Endeffekt doch nicht. Ach. Probieren wir einfach mal die menschliche Asche mit diesem Rohr zu kombinieren. Oh, praktisch. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ich plane gerade eine wunderschöne Idee. Wir haben noch hier diesen Faden. Hoffentlich ist er stark genug. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Ja. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Okay. Vielleicht. Oh, wir haben noch einen Haken. Aber quasi dann sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Aber mindestens. Vielleicht können wir jetzt die Windhose mit der Öse verbinden. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Dafür nehmen wir doch einfach mal glatt die Öse. Ups. Nichts passiert.
Gut. Jetzt haben wir... Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschlich praktisch. Haben wir schon getan. Jetzt haben wir einen befestigt, aber noch nicht ausreichend gespannten Mein Dose. Hosenkatapult ist fast fertig. Alles, was fehlt, ist die Munition. Aber was können wir denn da verschießen? Die Kohle vielleicht? Ich weiß, ich weiß. In meinen Händen kann alles zu einem tödlichen Projektil werden. Aber Viva. Das hier wäre als Munition vollkommen ungeeignet. Viva, viva. Vielleicht den Staubsauger? Ich weiß, ich weiß. Aber das hier... Okay. Ich glaube, ich werde... Noch ein bisschen woanders rumprobieren. Gehen wir mal auf die linke Seite zurück. Wir sind nochmal die Hakemensch. Au! Ach, ein Klassiker. Aber wie kriegen wir denn jetzt die Hake raus? Vielleicht können wir auch mal hier den... Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kübel voll Erde. Na super. Noch mehr Dreck. Ja. Wo geht's eigentlich hier lang? Schnabeltiere. Ein Schnabeltier-Trapper. Schnabeltier-Fiebel, Grußkarten. Da geht's nach oben. Eine Kohle. Ein Ei. Überall sind hier verdammte Eier. Speisekarte, Bestellkarte. Ah, ich glaube, das ist wohl hier das Schee-Schlumpi. Ja, mein Schnabeltier-Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Ah, interessant. Diese ganzen hässlichen Nester, die wir gefunden haben, gehören also zu Schnabeltieren. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Gut. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt ich liebe T-Shirts. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere also sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Oh ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Wo sonst? Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Oh Gott, ich bereue es jetzt schon. Dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Nein? Bewegt? Schläfrig? Okay, krank geht's natürlich auch.
Das ist schon mal sehr interessant. Das heißt, wir können hier höchstwahrscheinlich die Schnabeltierzufuhr unterbrechen. Du belieferst auch das Schnabeltierrestaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Klingt aber gut. So weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachten Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Okay, ich befürchte, ich muss wirklich noch Mitglied dieses Schnabeltierclubs werden. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Mhm. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Ja, das sagtest du bereits. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Okay. Ich bereue es jetzt schon, aber... Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Oh ja. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Okay, das kam unerwartet. Puh, da haben wir jetzt schon einiges rausgefunden. Wie wir zumindest auch das Restaurant... Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Wie wir das Restaurant sabotieren können, zumindest haben wir jetzt eine etwaige Ahnung. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Eine Kurbel, die ich rein zufällig dabei habe. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Okay, dann gehen wir einfach mal nach oben. Das ist zu einfach, aber hey, was soll's. Plupp. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Oh yeah. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Das hat jetzt so viel gebracht. Oh Mann. Okay, dann wieder runter auf den Vorplatz. Gucken wir einfach mal auf die Speisekarte. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Das denke ich auch. Was haben wir hier auf der Bestellkarte? Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Schnabeltierburger. Okay. Nimm einfach mal Menü 2. Das sind 2 Schnabeltierburger. Ach, mach ruhig mit Käse. Einen großen mit Käse. Einen Rie. Nein, ich will einen großen haben. Großen mit Käse. Das Getränk machen wir auch mal Super Size. Und der Glückskeks. Okay, es macht quasi scheinbar 3,5 Cent. Hä? Okay, ich werde mir mal die Anleitung anschauen und ich hoffe, dass diese Anleitung ein bisschen mehr hergibt als die der Stadtkarte. Om nom nom nom. Die Schnabeltierburger sehen fantastisch aus. Zu dumm, dass Rufus Bursus Geldbörse für ein chemisches Experiment in Säure zu setzen musste. Jetzt bleibt ihm keine Wahl, als die zahlreichen Sonderangebote des McTulu-Impasses so geschickt miteinander zu kombinieren, dass er wenigstens einen kleinen Happen umsonst auf dem Tablett erhält.
Wähle zunächst das Menü und verändere dann deine Auswahl, indem du zuerst das Produkt auf dem Tablet anwählst und anschließend downsized, supersized oder gegen ein gleichwertiges Produkt austauscht. Klicke dafür auf die gehighlightete Option links auf dem Menüplan. Sei nicht zu gierig, für den kleinen Hunger zwischendurch reicht es doch, wenn du einen Glückskeks übrig behältst. Okay. Okay. Machen wir mal ohne Getränk. Und. Wir könnten ja. Einen großen Burger gegen ein Getränk tauschen. Und das Getränk ist weg. Sodass wir nur einen Glückskeks haben. Der aber immer noch 0,5 Cent wert ist. Ich könnte aber auch einfach ein Menü nehmen. Könnte der. Getränk wegmachen, den Burger zu einem großen Burger machen, gegen ein Getränk austauschen und wegmachen. Bin ich immer noch bei einem Cent. Das ist scheinbar auch gar nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Wenn ich den Burger jetzt klein mache, ich bin 3 Cent. Habe ich ihn klein gemacht. Und weg. Okay, jetzt muss ich den Burger wieder groß machen. Und in ein Getränk umwandeln. Und dieses Getränk werde ich jetzt nach und nach verkleinern. Das passt immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich das Menü 3 nehme. Aus dem großen Burger. Klein machen? Nee. Vielleicht, wenn ich aus den 2 Burgern einen großen mache. Jetzt kann ich den auch zu einem großen machen. Kann jetzt dementsprechend den Burger in ein Getränk umwandeln. Jetzt habe ich 3 Getränke, okay. Wenn ich jetzt hier die Getränke jeweils auf nur auf Super Size mache und langsam runtergehe, ich bin bei 3,5, 3, 2,5. Ups. Das. Jetzt ganz klein und weg und weg. Und ich. Immer noch 1,5 Cent übrig. Laut dem Tipp muss ja mindestens ein Glückskeks übrig bleiben. Also finde ich, dass wir mit Menü 2 als Ausgangspunkt starten sollten. Wir könnten jetzt hier. Langsam das Getränk wegmachen. Jetzt haben wir noch 2 Cent offen. Die wir jetzt. Nee. Die wir jetzt beide zu großen Burgern machen. Okay. Das Getränk machen wir mal klein. Upsala. Und machen es weg. Jetzt haben wir daraus wieder 2 kleine Burger. Die wir auch gerade nur. Groß machen können. Dann ein Getränk umwandeln. Das Getränk klein machen. Jetzt das Getränk weg.
mache jetzt mal einen Burger zu einem großen und wandle den in ein Getränk um. Den machen wir jetzt beide auf Dingsbums. Auf klein. Und die können wir jetzt in zwei Burger umbasteln. Jetzt haben wir den Burger, den machen wir einmal groß. Das Burger zum Getränk. Das Getränk kleiner. Nimm den nächsten Burger. Machen ihn groß. Zum Getränk. Machen den groß und zum Getränk. Machen ihn weg. Machen ihn weg und bleiben bei einem fucking Cent übrig. Aha. Aha. Okay. Ich werde mir vorher noch ein bisschen irgendwas Schönes überlegen und ja, in der nächsten Folge werden wir weitaus mehr Hunger haben und sehen, was bei rumgekommen ist. Und so. Ciao.